Hallo und herzlich willkommen zurück zu Maluka Zoo. Letzte Folge haben wir ein bisschen so drumherum gebaut und ein bisschen da und dort verbessert. Diese Folge werden wir uns daran setzen, die Flamingos. Ich habe gerade wie Pinguine im Kopf. Die Flamingos einziehen zu lassen. Dafür werde ich jetzt hier schon mal den Weg platzieren, bevor wir gleich ins Speedbuild gehen. Bug. Oh. Da drauf. Wollte ich auch noch einen Weg zwischenlang gehen lassen. Dass sich das alles ein bisschen auflockert, ne? Und ja, diese Folge werden wir hier ungefähr unsere Flamingo-Oase hinmachen. Ich hatte erst überlegt, ob das ein begehbares Gehege wird, habe mich aber dann dagegen entschlossen und wir werden jetzt einfach eine Aussichtsplattform machen, ähnlich dem Oryx-Antilopen-Gehege. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Speedbuild.
So, ja, das Speedbild ist beendet vorerst. Wir sind fertig mit dem, ich sag mal nochmal, erstmal provisorischen Flamingo-Gehege. Wir müssen das Stück hier noch fertig machen, wir müssen auch das noch alles fertig machen. Das machen wir inzwischen in Folgen. Ich habe mir das hier aus dem Workshop runtergeladen, also die Figuren, weil ich, ja, wir haben ja in-game keine Pinguin-Tiefe. Die Statuen sind ja winzig und ich wollte halt irgendwas Größeres haben. Jetzt habe ich mir das hier und die Figuren aus dem Workshop geladen. Dann sieht man definitiv, was hier dann Phase ist. Hier ist dann eine Aussichtsgalerie, zwar von oben eckig, aber ich finde, es ist nicht so schlimm. Ich würde auch hier, glaube ich, nochmal so ein Überdach machen, was dann hier anfängt und hier aufhört. Wenn man nochmal so eine Passage hat, aber das mache ich dann nochmal ein anderes Mal beim Verfeinern. Ja, hier ist dann ein bisschen Schnickschnacksel mit Tüchern, dass es nicht immer dasselbe Dach hat. Hier können die dann reingucken ins Gehege von den Pinguinen. Pinguin, Flamingos, immer noch. Ja, die Flamingos sind, haben hier eine Area mit Wasser als Teich angelegt, der ziemlich flach ist, die sollen da nicht schwimmen. Können sich hier relativ frei bewegen auch. Haben eine ziemlich große Area, glaube ich, die sie benutzen können. Ja, also können hier einen sehr großen Teil benutzen. Ich finde das geil, dass sie hier durchgehen können. Ja, ansonsten würde ich sagen, okay, die haben hier so einen Brutplatz, die habe ich mir auch aus dem Workshop runtergeladen, die Nester, weil wir wissen ja alle, ja, man muss ja nicht alles bauen, was es im Workshop schon gibt. Ja, hier ist der Zoopflegeeingang, der wird auch da bleiben. Hier habe ich den Wasserfall verbaut, der zwar zugänglich ist, aber mal gucken, ob sie den wirklich benutzen können. Und hinter dem Wasserfall ist da nochmal so eine Area, wo die sich zurückziehen können, wo die Leute dann auch drum mal gucken können. Hier ist noch kein Strom, deshalb ist hier auch noch nicht das alles an. Das habt ihr, glaube ich, auch im Speedbit mal kurz sehen können. Ja, der Weg ist leicht erhöht, deshalb kann ich hier leider nichts platzieren. Ja, und die Leute können jetzt halt rumgehen. Können hier Flamingos beobachten. Der Hauptweg führt dann hier weiter. Und eventuell wird das hier nochmal weiterführen. Dann wird hier noch ein Gehege hinkommen. Ich habe hier jetzt erstmal Steine gelassen. Aber vielleicht kommt da auch noch eine Mauer oder ähnliches hin. Da was relativ, also kommt halt darauf an, was auf der anderen Seite hinkommt. Ja, das ist jetzt erstmal soweit das Flamingo-Gehege. Und ich würde sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Feedback gefallen hat. Und ja, lasst mir auch gerne Feedback da, was ihr gerne noch hier im Zoo sehen wollt, was gerne noch gebaut werden darf oder irgendwie ähnliches. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao.